Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über den Freifallturm Scream aus dem Heidepark Resort in Soltau. Erlebt hier in diesem Video interessante Perspektiven dieser Attraktion, unter anderem während des Betriebes direkt unter dem Turm gefilmt, sowie zwei On-Rides. Dürfte für Adrenalin-Junkies ganz interessant sein, also bleibt dran und bis gleich. Willkommen zurück! Scream, der letzte Schrei. Ja, Scream ist nichts für schwache Nerven, denn hier erlebt man den freien Fall aus 71 Metern Höhe mit fast 100 Stundenkilometern. Und kurzum, ja, es ist eine Mutprobe, die es in sich hat, besonders wenn man Höhenangst hat. Nabend. Und der Freifallturm Scream im Heidepark Soltau hat eine Gesamthöhe von 103 Metern, also bis zur Spitze, und eine Fallhöhe von 71 Metern. Die Gondel hat einen Durchmesser von 9 Metern und bietet Platz für 40 Personen, die während der Fahrt mit hydraulisch verriegelten Schulterbügeln mit zusätzlichen Gurten zwischen den Beinen gesichert sind. Scream entstand durch den Umbau eines Giro Towers, des 1992 errichteten Aussichtsturm 2 des Heideparks. Und ich meine, der hieß auch damals Panorama-Aussichtsturm, der durch die Firma Intermin zwischen Oktober 2002 und April 2003 mit einem Kostenaufwand von 7,5 Millionen Euro durchgeführt wurde. Und die Einweihung erfolgte am 24. April 2003. Der Heidepark bewirbt Scream zwar mit dem Titel des höchsten Giro Drop Towers der Welt, jedoch hat der bereits 1997 errichtete Scream Zone im Freizeitpark King Island mit 82 Metern eine noch höhere Fallhöhe. Die Gesamthöhe bis zur Spitze beträgt hingegen nur 91, 91 Meter, also im King Island, sodass wahrscheinlich der Heide, sodass man sagen kann, okay, der Scream ist zwar der von der Gesamthöhe der höchste Giro Drop Tower weltweit, aber wenn ich mir jetzt die Fallhöhe betrachte, stimmt es nicht mehr. Naja. ja, zur Fahrt an sich selber. Während der Fahrt nach oben dreht sich die Gondel einmal gegen den Uhrzeigersinn um den Turm und die gesamte Fahrstrecke beträgt 66 Meter. Die Fallstrecke von 40 Meter wird in 2,7 bis 2,9 Sekunden zurückgelegt und auf der 28 Meter langen Bremsstrecke wird die Gondel mit Hilfe von Wirbelstrombremsen zum Anhalten gebracht. Und die Bremsschwerter bestehen aus 18 jeweils 1,5 Meter langen Segmenten, wobei in tiefster Gondelposition noch 1 Meter frei bleibt, woraus sich eine reine Bremsstrecke von 26 Metern ergibt. Und vom Erreichen der Bremsschwerter bis zum Stillstand im Bahnhof vergehen etwa 5 bis 6 Sekunden. Beim Abbremsen können Spitzenbelastungen von bis zu 5G auftreten und nach der recht abrupten Abbremsung, sage ich mal, sinkt die Gondel die verbleibenden Meter mit Schrittgeschwindigkeit in die Halteposition. Und vielleicht noch ein wenig Technisches. Die Gondel ist leer 22,5 Tonnen schwer und voll besetzt rund 25 Tonnen und ist mit einem Audiosystem ausgestattet, das jedoch nur für Notfälle genutzt wird. Der Turm an sich selber hat einen Durchmesser von 2,8 Meter und besteht aus 9 Elementen von jeweils 9 Meter Länge, wobei das unterste zu 5 Meter in das Fundament versenkt wurde. Oben befindet sich das 70 Tonnen schwere Maschinenhaus und den Abschluss letztendlich bildet das 15 Meter hohe oder der 15 Meter hohe Antennenmast. Und wenn ich das jetzt eben alles rechne, also im Fundament, dann diesen künstlichen Berg, die neuen Elemente,
plus dann nochmal das Maschinenhaus und die Antenne. Daraus ergibt sich dann eine Gesamthöhe von 103 Metern. Ja, dann gucken wir mal auf die technischen Daten. Schauen wir mal drauf. Also, Hersteller ist Intermin. Modell, wir haben hier einen Juru Drop Tower. Baujahr ist April 2003. Die Turmhöhe beträgt 103 Meter. Die Fallhöhe, da sind wir bei 71 Meter. Die Fahrstrecke beträgt 66 Meter. Die Geschwindigkeit, wir erreichen hier ca. 98,3 km/h. Zur Motorenleistung sei nochmal gesagt, es sind zwei Motoren mit zusammen 1500 PS. Zur Bremsleistung, da sind wir bei ca. 11.000 PS. Wahnsinn, oder? Zur Fahrzeit, da sind wir bei 77 Sekunden. Kapazität 40 Personen pro Fahrt. Daraus ergibt sich eine Personenkapazität von 1090 Personen pro Stunde, theoretisch. Und zum Themenbereich, Stream ist zu finden in Transsilvanien. Ja, da passt er auch hin, oder? Das kann man wirklich sagen. Ja, die nun gleich folgenden Aufnahmen sind vom oder stammen aus dem Jahre 2003 und 10 Jahre später nochmal, und zwar vom 30.06.2013. Und was gibt es zu sehen? Also einmal Offride-Aufnahmen. Und während des Betriebes durfte ich direkt mal unter dem Turm filmen, also direkt unterm Bahnhof, sowie noch zwei Onrides, die ich gefilmt habe. Und vorab möchte ich sagen, die Qualität der Videoaufnahmen von 2003 sind allerdings mehr als bescheiden. Das liegt einfach daran, ich habe damals mit einer Fotokamera gefilmt. Und warum hat der Lars mit einer Fotokamera gefilmt? Weil er seinen Camcorder vergessen hat. Ich Arsch. Also ich kann mich heute noch ärgern, weil wann kommt man mal dazu, unter dem Turm direkt hautnah am Screen zu filmen? Und dann habe ich meinen Camcorder vergessen. Es ist zum Kotzen. Also ich hatte wirklich nur so eine Fotokamera mit Videofunktion und Audiofunktion. Und die Qualität ist, werdet ihr gleich sehen. Aber trotzdem wollte ich die euch gerne zeigen, weil es ist schon ein bisschen was Einzigartiges. Und auch wenn eben die Videoqualität nicht so doll ist, also Verzeihung so vorab schon mal. Dafür sind die Aufnahmen von 2013 hervorragend. Weil da hatte ich einen Camcorder mit dabei, beziehungsweise ein Bekannter von mir. Und da gibt es dann nochmal als so Ausgleich nochmal schönere Aufnahmen von Scream. Ja, und am Ende des Videos sehen wir, wie gewohnt, uns wieder zu meinem persönlichen Fazit zu Scream. Und dann habe ich natürlich nochmal eine Frage an euch. Aber jetzt würde ich sagen, schreien wir mal zusammen unseren letzten Schrei. Also viel Spaß bei den Aufnahmen mit Scream und bis gleich. Das Rauchen ist im gesamten Bahnhofsbereich untersagt. Der
Dies gilt insbesondere für Personen, die an Wirbelsäulenschäden, Bandscheiben oder Bluthochdruck leiden oder in ärztlicher Behandlung stehen, sowie Herz-, Kreislaufkranke und Schwangere. Das Rauchen sowie das Mitnehmen von Spitzen und Sperrigen sowie von losen Gegenständen, Handys, Fotoapparate, Mucken, Sonnenbrillen etc., Gepäck, Tieren, Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Personen mit offenen Schuhen und losen Kleidungsstücken, die während der Fortbildung gehen können. Dann merkst du aber kennengelernt, ne? Und wir sehen uns auch bald wieder, wenn ich unten angekommen bin, ne? So, war nett mit euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir durchs Lande zu ziehen. Ich bitte dich, uns nicht zu vergessen, so wie wir auch waren, vorher und nachher. Schau dir jetzt noch einmal. Kann man auch gut festgemacht? Könnt ihr gleich sehen. Voll gut, ja. Super. Es ist ein bisschen, nein, man muss ein bisschen gegenhalten. Aber es ging. Warte mal, auf. Was? Ja. Einmal schon die Augen wieder zu. Ja. Hä? Also von hinten. Mama. Dann. Und wenn du um und diese Kiste von dir kommt, du bist so schwach. So. So. Auf geht's. Ja. Aber nicht nochmal. Nee, dann zweimal ist okay. Ah!
Ja, das sind nicht Schuhe. Das waren nicht die Schuhe, das sehe ich gleich. Okay. Ja, genau, ihre Hackenschuhe, ja. Ne? Ja, da vorne ist irgendwas die Beine. Ja, genau, da ist sie. Ja. Lara, die sind da oben drin. Und Lara ist unten. Ja, wie geil! Ich musste voll lachen, wir wollen nicht lachen. Nix Tolles. Wir hatten überhaupt nicht Angst gehabt. Ja, ihr habt doch am lautesten geschrien. Nein, komm doch auf. Das war. Doch, das doch. Also oben ging dann schon eine Kackstufe. Ja, genau. Ja, Genau. Und du guckst dann und guckst runter. Scheiße, ey. Dann kommst du wieder das. Ja, da kam mal wieder meine Höhenangst durch, ne? Also jedes Mal, wenn ich mich in Scream reinsetze und er langsam hochfährt und ich runtergucke, dann denke ich mir, oh, warum tust du dir das an? Also ich weiß auch nicht. Aber man braucht ja diesen Kick, ne? Ja, Scream, meine persönliche Meinung. Also ihr wisst ja vielleicht, dass ich mit Judo Drop Tower nicht so sehr viel anfangen kann. Das liegt einfach daran, ich finde die Fahrt, es ist immer dasselbe. Ne? Also es geht langsam hoch, man steht und man wird fallen gelassen und das war's. Also es ist keine Überraschung wirklich und die Fahrt ist wenig abwechslungsreich. Das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen vermisse. Wenn ich mir jetzt im Gegenzug Mystery Castle angucke, da habe ich einen Abschuss, da habe ich auch einen freien Fall. Macht mir persönlich einfach mehr Spaß. Mal unabhängig von der Thematisierung. Weil Heidepark, Thematisierung, 2 Gegensätze ziehen sich an. Kommen wir gleich zur Thematisierung, können wir das auch gleich abhaken. Wie finde ich die Thematisierung von Scream? Also, ja. Es wird mir da einfach keine Geschichte erzählt. Also gut, der Turm wurde angepinselt, sieht gar nicht schlecht aus. Der Bahnhof wurde umdekoriert, ja, okay. Aber es sieht für mich persönlich immer so halb fertig aus. Ich weiß nicht, das ist mir einfach zu wenig. Und ja, Scream, der letzte Schrei, ist keine Story dahinter. Und ich meine, gut, in der Themenwelt Transsilvanien, wenn man denn von Themenwelt sprechen kann, passt dieser Turm recht gut rein. Aber wie gesagt, es ist keine richtige Story. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, der freie Fall im Scream finde ich tatsächlich noch intensiver als beim Mystery Castle, weil man kann wirklich, wenn man fallen gelassen wird, dann kann man wirklich zählen, 1, 2, 3, also dieser freie Fall hört fast gar nicht mehr auf. Bis ich unten bin, vergeht schon eine, ja, paar, 2, 3, 4 Sekunden. Nicht 4 Sekunden, aber sagen wir mal knapp 3 Sekunden. Und das ist schon wirklich ein intensives Gefühl und gibt einem trotzdem immer so ein bisschen so einen Kick. Aber es ist eben meines Erachtens wenig abwechslungsreich und also wenn ich jetzt eine Schulnote geben würde, würde ich Scream, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, Thematisierung, Fahrt, von der Optik her, eine gute 3. Ja, eine gute befriedigend, weil ich habe immer noch dieses Mystery Castle im Hinterkopf und ich find's einfach besser. Aber wie ist denn eure Meinung zu Scream? Schreibt die mal gerne in die Kommentare und dann vielleicht nochmal eine Zusatzfrage. Und zwar, welcher Freifallturm war bisher der schlechteste, mit dem ihr gefahren seid? Also der den Namen Freifallturm gar nicht verdient. Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, auf Google+ oder auf Facebook. Und das ein oder andere Posting von euch werde ich wie gewohnt in der nächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren.
Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um den Breakdancer Nummer 2 der Schaustellerfirma Dreher und Vespermann. Und ich habe euch gefragt, habt ihr einen Lieblings-Breakdance? Und wenn ja, welcher und was macht ihn für euch besonders? Und da habt ihr auch wieder fleißig kommentiert. Auf YouTube zum Beispiel schrieb der Drefti, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, super Video, Dankeschön. Mein Lieblingsbreaker ist der Happy Traveler, weil extrem gesehen die anderen irgendwie fast gleich aussehen und der einfach total anders ist. Mein liebster normaler Breaker ist der Nummer 2 von Bonner, da er den schönsten Diamanten in der Mitte hat. Ja, vielen Dank, der Drefti, irgendwie ist ein cooler Name, für deinen Kommentar und deine Meinung. Ja, stimmt, der Happy Traveler, der sieht wirklich ein bisschen anders aus wie andere Breaker. Aber ich persönlich kann mich einfach nicht mit dem Dach über den Gondelkreuzen anfreunden. Finde ich optisch irgendwie unpassend. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, aber ja, anders ist er auf jeden Fall, aber... die Dächer über die Kreuze, naja, egal. Es gibt ja auch noch diesen Bayern-Breaker, ne? Den finde ich eigentlich auch ganz witzig. Der ist auch mal so ein bisschen was anderes als andere. Und der Bonner-Breaker finde ich auch cool, ist auch ein sehr schönes gepflegtes Geschäft. Da finde ich zum Beispiel auch die Displays an den Seiten auch irgendwie total witzig und cool und ja... Ja, dann kommen wir, schauen wir mal auf Facebook, auf der Facebook-Funfair-Blog-Seite. Wer hat denn da was geschrieben? Da ist er, muss ein bisschen mal umgucken. Der Dominik Ziemann. Hallo Lars. Hallo Dominik. Tolles Video mal wieder, schönen Dank. So gepflegt und auch so schnell ist er leider heute nicht mehr. Schade. Wenn ich überlege, wie schnell damals die Kreuze waren, Wahnsinn. Mein persönlicher Breakdance-Favorit ist Kienzler. Der bietet nach meiner Meinung das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Fahrten, tolle Optik, sehr gute Reko und top gepflegt. Ja, lieber Dominik, auch dir vielen Dank für dein Posting. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der Kienzler Breaker ist wahrhaftig auch sehr gepflegt und eine Top-Reko kann ich nur bestätigen. Ich selber habe ihn leider noch nicht live erleben dürfen. Weil er ist ja hauptsächlich im Süden unterwegs auf Reisen und gut, ich bin auch mal im Süden unterwegs und ich hoffe, dass ich den Kienzler Breaker auch mal live erleben darf in naher Zukunft, vielleicht auch schon nächstes Jahr, wäre cool, würde ich mir gerne mal näher anschauen. Ja, jetzt nochmal eine kleine persönliche Videoempfehlung und zwar hat der liebe Coastercheck mich mal wieder eingeladen zu seiner Talkrunde über Freizeitparks und zwar sein Format heißt Theme Park Talk und da haben wir über die Themen, über VR-Brillen im Europapark gesprochen, dann noch über die beiden Attraktionen, die im Hansapark wegfallen, hier der El Paso Express und der Torre del Mar. Und dann war noch das Thema GoPro-Kameras, also On-Rides. Ich verlinke euch das Video auf YouTube und auf Google+, hier oben rechts. Und auf Facebook verlinke ich euch das Video in der Beschreibung. Schaut mal rein, lasst mal vielleicht auch mal ein Like da und ein Abo. Der Coastercheck würde sich auf jeden Fall mit Sicherheit darüber freuen. Ja, ich finde es immer cool, wenn gleichgesinnte YouTube-Kanäle mal was zusammen machen. Ist immer witzig, macht auch irrsinnig viel Spaß, also finde ich zumindest. Und ja, macht mehr Spaß, als wenn man immer wieder was alleine macht. Ne? Ist zwar auch cool, aber zusammen ist cooler. Okay, gut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google+, hier oben rechts. Oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Fanseite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfair-Blog-Facebook-Fanseite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Das soll's von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Ausgabe von Funfair Blog. Macht's gut. Ciao. Scream entstand nach dem Umbau der... Jetzt habe ich hier ein Haar im Auge. Toll, jetzt kann ich das nochmal machen. Ich mache alles nochmal. Komm, nochmal von vorne.
Ich habe doch in einem meiner Videos gesagt, ich fahre eine Achterbahn aus Tradition, erst wenn sie komplett fertig thematisiert ist. Und ich war am 30. Oktober im Hansapark und stand vor Kernern. Ja, und was hat der Lars gemacht? Er ist natürlich gefahren. Also so viel zum Thema Tradition, ne? Ich konnte aber nicht widerstehen. Absolut geile Bahn. So.